Ich bin Alan Bender. Ich bin der Verhandlungsführer der Spezialkommandos der Polizei. Immer ist er ein Notfall, aber sein Job ist natürlich von super immenser Priorität. Als Juana geboren wurde, wollte er mit dem Außendienst aufhören. Das bereite ich ja schon alles vor. Inzwischen ist unsere Tochter 8 Jahre alt. Ja, Bender? Ich muss weg. Wir haben einen nationalen Notfall. Vielleicht wurde der Präsident entführt. Dafür wirst du bezahlt. Ach, ich mach's wieder rein. Der Entführer will nur mit dir reden. Sind alle okay? Irgendwer verletzt? Frau Abgeordnete? Wenn wir das Wohngebäude stürmen, haben wir dann eine Chance, dass wir ihn lebend herauskriegen? Ich denke nicht, dass er ihn töten will. Vertrauen Sie mir. Bender, fällt dir da nur sowas Abgedroschenes ein? Bereit machen für Zugriff. Ich spreche mit Bender, oder er kriegt das Schwein gut gegrillt zurück. Wenn der Kerl explizit nur mit mir sprechen will, dann muss es etwas Persönliches sein. Bevor Sie mir das Signal abdrehen, will ich dir was zeigen. Sieh genau hin. Meine Frau ist noch da drin. Ich flehe dich an, ich muss unbedingt lebend hier raus. Sie müssen mir Zeit geben. Guten Abend, geliebte Bürger von Mexiko. Heute werden wir von Ihnen fordern, auf einige Fragen Antworten zu geben. Sie werden stürmen. Und ich kann absolut nichts tun, um Sie aufzuhalten. Ist mir egal, ob ich herauskomme. Der Countdown wird gestartet. Sie werden euch töten. Komm schon, lass mich durch. Au, verdammt. Alan, wenn ich es hier nicht lebend rausschaffe, du wirst es lebend rausschaffen, glaub mir. Unterbrich mich nicht.